Hey! Na, Freunde, sagt schon, gefällt euch mein neues Hotel in Brookhaven? Ja, richtig gehört, Freunde. Ich habe mein eigenes Hotel in Brookhaven eröffnet. Aber, Freunde, das hier ist kein normales Hotel, denn das hier ist das Online-Data-Hotel. Und wie der Name schon sagt, können dieses Hotel nur Online-Data rein. Also ja, Freunde, ihr wisst doch, was das heißt, oder? Ja, ja, Freunde, heute wird es mal wieder richtig süß. Freunde, natürlich können wir nicht in diesem Lami-Outfit bleiben. Wir müssen uns perfekt tarnen. Und Freunde, dafür habe ich auch schon das perfekte Outfit. Und tada, Freunde, das hier ist mein Hotelchef-Avatar. Und mit diesem Skin wird auf jeden Fall niemand merken, dass ich eigentlich Lami bin. Und Freunde, das Gute ist an diesem Hotel, dass wir nicht die Online-Data suchen müssen, sondern die Online-Data kommen automatisch zu diesem Hotel hier. Also Freunde, ohne Witz, dieses Hotel ist ein richtiger Online-Data-Magnet und das testen wir jetzt einmal aus. Und Freunde, wenn wir uns einmal hier in der Stadt umgucken, dann sehen wir hier direkt schon ein paar Online-Data. Mein Kätzchen. Okay, Leute, es scheint so, als ob wir hier ein Katzenpärchen gefunden haben. Und Freunde, guckt euch das mal an. Die sind einfach genau vor meinem Hotel. Ey, ihr kleinen Pupsis. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie schreiben. Mein kleiner Prinz, miau. Okay, Leute, das sind auf jeden Fall süße Online-Data. Und genau die suchen wir auch. Und Freunde, guckt euch das mal an. Die haben hier ein Haus gespawnt, aber die haben noch nicht mal einen Pool. Leute, wer hat bitte in Brookhaven keinen Pool? Ich kann es euch sagen, Freunde. Leute, die keinen Pool haben in Brookhaven, haben auch keinen Premium-Pass. Das heißt, Freunde, die zwei kleinen Susis haben keinen Premium-Pass. Und ihr, Leute, wer keinen Premium-Pass hat, der hat keinen Pool. Und wer keinen Pool hat, der ist einfach nicht cool. Naja, wir locken die jetzt einfach mal kurz an mit dem Basketball. Ich hoffe, ich treffe die. Ja, okay. Ich hoffe mal, ich ärgere die ein bisschen. Und die bemerken mich. Oh, okay. Ich glaube, der Freund ist schon aufgestanden. Okay, das Mädchen auch. So, okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal wieder ganz schnell in unser Hotel rein. Ich hoffe mal, die kommen jetzt nach. Und Leute, so wie es aussieht. Ja, die kommen halt wirklich. Ey. Okay, Freunde. Alles läuft nach Plan. Ich habe einfach die Online-Data perfekt ins Hotel gelockt. So, und ich sehe die da vorne auch schon. Die stehen da. Moment mal, ich glaube, ich begrüße die erstmal. Ey, was geht ab, ey? Ich schreibe einfach mal, ich habe gesehen, ihr habt kein Premium. Und der Junge schreibt, ja, ist egal. Aber dem Mädchen ist es nicht so egal, weil die schreibt noch einen traurigen Emoji dazu. Und ich schreibe einfach mal, ohne Premium hat man kein Pool. Und die schreiben, Pool ist cool. Ja, Leute, sag ich doch. Pool ist cool. Und Döner macht schöner. Aber ich schreibe einfach mal, bei mir im Hotel gibt es einen Pool für euch. Plus, ich schenke euch ein Zimmer für eine Nacht. Und Leute, die kommen ja mal gar nicht drauf klar. Die schreibt, die schreibt Baby? Okay. Ey, Katzenbär? Okay, die sind echt süß. Und er schreibt auch schon, okay, dürfen wir ein Zimmer? Und ich schreibe einfach mal, ja klar, folgt mir. Und Leute, ich sag's euch, bis jetzt läuft alles komplett perfekt, ey. Und ich würde sagen, den zwei Kätzchen geben wir auf jeden Fall dieses Zimmer. Oh, 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 Leute, das ist das Luxuszimmer hier. Ja, okay, eigentlich ist ja jedes Zimmer hier in meinem Hotel ein Luxuszimmer. Und ich schreibe einfach mal, das ist euer Zimmer für eine Nacht. Und der Junge schreibt, Dankeschön, Herr Fragezeichen. Moment mal, stimmt. Ich habe ja noch gar keinen Namen ausgedacht. Okay, Freunde, ich heiße ab sofort Herr Dönermann. Das ist doch der perfekte Name, oder? Oh, und anscheinend mögen die sogar Döner. Yeah, Döner ist das beste Essen. Ich schreibe einfach mal, der Pool ist offen für euch. Viel Spaß im Hotel. Okay, Freunde, ich glaube, wir sollten mal gehen und die zwei Kätzchen hier alleine lassen. Denn wir müssen ja noch ein paar andere Gäste hier anlocken. Und Freunde, guckt euch das mal an. Ich glaube, wir haben hier direkt das nächste Pärchen am Start. Hä, was geht hier ab, ey? Und irgendwie haben die auch wieder so einen Partnerlook. Ist heute irgendwie Partnerlook-Tag oder so? Wenn ich mir die so angucke, die sehen auf jeden Fall fresh aus. Aber irgendwie sieht das Mädchen hier total traurig aus. Und der Junge sieht aus wie so ein kleiner Slender. Und ich schreibe einfach mal, willkommen in meinem Hotel. Möchtet ihr ein Zimmer? Und der Junge schreibt hier, ja klar. Und das Mädchen schreibt irgendwie nur so,
Ja, irgendwie wirkt das Mädchen total traurig, wenn ich ehrlich bin. Aber Leute, das ist ja nicht mein Problem. Ich schreibe einfach nur, folgt mir, ich habe ein schönes Zimmer für euch. Und Leute, damit haben jetzt einfach schon zwei Pärchen in unserem Online-Data-Hotel. Let's go! Und ich würde einfach mal sagen, dass die genau das Zimmer nebenan hier bekommen. Den Rose Room. Ja, wie auch immer. Das Zimmer sieht eigentlich genauso aus wie auch das andere, nur es ist pink. Toll. Und ich schreibe einfach mal, fühlt euch wie zu Hause. Wenn was ist, ich bin unten. Und schon wieder wirkt das Mädchen hier total traurig. Irgendetwas ist mit diesem Mädchen, Freunde. Wir werden das noch herausfinden. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt, was uns heute noch im Hotel erwarten wird. Warte mal, wo ist eigentlich das andere Pärchen hin? Wir sollten mal besser nachsehen. Und Freunde, irgendwie höre ich hier in meinem Hotel Wasser. Das kann doch nur eins bedeuten. Die befinden sich einfach hier im Pool. Ey, was macht die kleinen sassen Katzen, ey? Seht ihr, Freunde, wie viel Spaß die im Pool haben? Denn Pool ist cool. Und ich frage die einfach mal, gefällt euch das Hotel? Und Freunde, er schreibt, ja, eine 5 von 5. Ich schreibe einfach mal, das freut mich. Und außerdem habt ihr jetzt neue Nachbarn. Und der Junge schreibt, oh, wen denn? Und irgendwie schreibt er noch sasse Emojis, obwohl er eine Freundin hat. Moment mal, was schreibt der da? Und ich schreibe einfach mal, ganz normales Couple. Naja, aber Freunde, es wird Zeit, dass ich mich ein bisschen zurückziehe und die zwei Pärchen jetzt im Hintergrund ein bisschen spioniere. Vor allem, Freunde, will ich immer noch herausfinden, warum das eine Mädchen da eigentlich die ganze Zeit so traurig war. Vielleicht finden wir das ja auch noch heraus. Let's go. Und Freunde, wir fliegen einfach mal in das Zimmer und Moment mal, die schreibt, immer machst du andere Mädchen an und das macht mich traurig. Oha! Leute, ich glaube, wir sind hier mitten im Beziehungsstreit. Okay, was wird der Junge jetzt sagen? Angeblich flirtet er ja immer mit Mädchen und das macht seine Freundin verständlicherweise traurig. Ich sag's euch, Freunde, der sieht aber auch wirklich aus wie so ein richtiger Online-Dater, findet ihr nicht? Also ich meine hier so die schwarzen Haare, dieses Ländergesicht und der hat auch noch Core-Blocks. Und Bruder, der Junge schreibt hier gerade, ich liebe es, mit anderen Mädchen zu flirten. Oha, das sagt jetzt einfach seine Freundin, oder was? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier jetzt antwortet. Sie hat geschrieben, wenn das noch einmal vorkommt, mach ich Schluss. Oha. Aber Moment mal, was schreibt der Junge? Der schreibt einfach, mach doch, was du willst. Leute, ohne Witz, dieser Junge ist kein Gentleman. Das hier ist so ein richtig typischer Fremdgeher. Ich sag's euch. Und Freunde, wir schauen mal, was die Kätzchen hier machen. Und Moment mal, die verlassen den Pool. Hä, was schreiben die? Lass nach oben. Okay, Freunde, die gehen auf jeden Fall eine Etage nach oben. Oder zwei Etagen. Hier, ja. Und die gehen da jetzt wirklich in ihr Zimmer rein. Und Freunde, wir verfolgen das Ganze natürlich. Okay, was macht die kleinen sassen Kätzchen hier? Die gehen natürlich sofort ins Bett kuscheln, glaube ich. Aber Leute, wenn ich ehrlich bin, die zwei sind gar nicht mal so sass. Die sind eigentlich ein bisschen süß. Also ein kleines Kätzchenpärchen. Die machen eigentlich nichts Schlimmes. Die schauen aber ganz schnell, was die anderen zwei machen. Oh, warte mal. Hä, sind die gar nicht mehr im Hotel? Hallo? Oder sind die hier? Oh, doch. Oh, Moment mal. Oh, die schreiben, komme gleich wieder. Und sie schreibt, okay, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, Leute, er geht auf jeden Fall weg. Aber ich habe keine Ahnung, wohin er jetzt geht. Wir verfolgen ihn natürlich hier mit unserer Drohne. Und, hä? Warte mal. Warum geht er denn bitte dahin, in das andere Zimmer? Moment mal, guckt euch das mal an. Der beobachtet einfach das andere Pärchen. Leute, guckt euch das an. Wie dieser Slender Online Data Fremdgeher, was auch immer, die zwei hier einfach beobachtet. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus, findet ihr nicht? Oh, Leute, hä? Der hat irgendwas geschrieben. Moment mal, was hat er geschrieben? Komm schnell. Okay, Moment mal. Hat er das hier zu dem Pärchen geschrieben? Oder zu seiner Freundin? Ich weiß nicht, der wartet jetzt da vorne auf der Couch. Es kommt auf jeden Fall keiner dahin. Moment mal, meinte der jetzt wirklich hier jemanden von den zwei? Oh, Moment mal, Freunde. Seine Freundin ist jetzt hier aufgestanden und sie schreibt, warte kurz auf mich. Und der Junge schreibt, hä, okay, ich schlafe ein bisschen. Okay, das Mädchen geht jetzt weg. Moment mal, etwa zu dem Jungen oder was? Moment mal, Leute. Das checken wir mal ganz kurz ab. Ey, Leute, wirklich, sie ist einfach zu dem Jungen hier gegangen. Haben die etwas am Laufen oder was? Das Mädchen schreibt auf jeden Fall, hey, mit Herzchen. Und
Nein, der Junge schreibt, hey Baby. Oh mein Gott, nicht im Ernst, oder? Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass die zwei heimlich ein Pärchen sind. Die schreiben, wie geht's dir, Baby? Oh mein Gott, Leute, die zwei sind einfach heimlich zusammen. Das kannst du doch keinem erzählen, Freunde. Die führen hier einfach eine heimliche Affäre, obwohl die doch beide vergeben sind. Oh mein Gott, Leute, das ist einfach das Fremdgeher-Pärchen. Und während die hier wieder gerade flirten, warten deren Partner einfach hier im Zimmer. Hier schläft die andere Katze. Also jetzt wirklich, der schläft hier einfach. Und im anderen Raum, Freunde, haben wir noch das andere Mädchen. Und ich glaube, die ist auch wieder traurig. Und Leute, ich glaube, an ihrer Stelle wären doch wirklich alle traurig, oder? Die ist hier wirklich alleine. Und mit dem traurigen Gesicht, Freunde. Leute, es wird Zeit, dass ich mal wieder dazu stoße. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben. So. Und frage die einfach mal, ob alles okay ist. Ich schreibe einfach mal, alles okay bei euch? Der Junge schreibt auf jeden Fall ganz entspannt, ja. Das Mädchen auch. Hä? Das ist denen hier einfach voll egal, dass sie ihren Partnern fremd gehen. Und warte mal. Der Junge schreibt jetzt auch noch, was willst du? Oh mein Gott. Ich schreibe aber einfach mal, ich muss nur die Zimmer kontrollieren. Und das machen wir jetzt. Aber Freunde, wisst ihr, was wir machen? Wir sagen den Partnern Bescheid. Ey, weißt du, was dein Freund hier gerade macht, ey? ich schreibe einfach mal, ich glaube, dein Freund hat sich verlaufen oder so. Und sie schreibt, wo ist er denn? Und Freunde, ich glaube, das schreibe ich einfach mal, geh einfach aus dem Zimmer. Und sie schreibt, okay. Na gut, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Das war ja das Pärchen, das sich am Anfang schon gestritten hat. Und Leute, jetzt erwischt sie ihren Freund beim Fremdgehen. Und Freunde, wir wissen ja, das Mädchen hat am Anfang geschrieben, wenn der Freund nochmal mit anderen Mädchen flirtet, dann wird sie Schluss machen. Und Leute, sie schreibt einfach nur Punkt, Punkt, Punkt und ist sprachlos. Ich meine, was soll sie sonst hier schreiben, wenn sie das sieht? Diese Show werden wir auf jeden Fall nicht verpassen. Das Mädchen schreibt hier, das reicht jetzt mit dir. Ich mach Schluss. Oh mein Gott, und der Junge schreibt einfach, okay, mir egal, bye, geh. Und das Mädchen schreibt auch, aus welcher Ecke kommst du denn jetzt? Geh mal weg hier. Ey Leute, wie gemein sind die denn bitte zu diesem armen Mädchen? Ey, kleines Mädchen. Moment mal, ist das Mädchen gerade in das Zimmer hier gegangen? Oh, Leute, das will ich mir mal angucken. Sie ist da und sie schreibt, deine Freundin geht dir fremd. Und der Junge schreibt, dann lass wir zusammen sein. Was geht denn jetzt ab? Die schreibt auch noch, okay. Freunde, die zwei Pärchen haben jetzt einfach miteinander getauscht. Wow, das war auf jeden Fall das hasseste Online-Data-Hotel der Welt. Und an der Stelle wird mir das auch schon auf jeden Fall zu viel. Ich glaube, Leute, das war's mit diesem Hotel. Ich werde dieses Hotel einfach mal komplett löschen, Freunde. Oh Mann, und ciao. Das waren auf jeden Fall ein, zwei oder drei Stufen zu sass für mich. Aber Freunde, falls ihr wollt, dass ich nochmal so ein Online-Data-Hotel in Brookhaven eröffne, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Die ganzen Online-Data haben mich jetzt auf jeden Fall erkannt, weil ich meinen Skin wieder zurück habe. Aber naja, mit euch Online-Datern will ich nichts zu tun haben. Hilfe! Und Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das ist beides natürlich kostenlos und würde mich riesig unterstützen. Und Freunde, jetzt könnt ihr links und rechts auf der Seite die letzten zwei Videos abchecken. Die waren auch richtig, richtig cool. Also checkt die gerne ab, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao! Tschüss.